Mei. Okay. Servus, ich grüße dich. Der Helmut ist hier aus dem wunderschönen Chiang Mai zu einem Sonntags-Tratsch and Walk and Talk. Ich habe mir direkt überlegt, wie ich das Video nennen sollte, denn bei dem Video ist es für mich eigentlich so, dass ich will, dass es Leute gucken, die mich kennen, die mich mögen, mit denen ich mich austausche, nicht so pauschal ganz YouTube. Deswegen hatte ich vorher mal so ein privates Video geschrieben. Das war mehr geklickt als alle anderen. Es ist wirklich schwierig manchmal mit den Entscheidungen. Aber ich freue mich wirklich, dass du mit dabei bist. Hinter mir siehst du einen schönen Baum. Und zu dem wollte ich eigentlich zuerst gleich einmal etwas sagen. Und zwar, guck dir den hier einmal an. Der ist furchtbar wunderschön, beziehungsweise dieses Bizarre hier. Ich hoffe, man sieht das gut in der Kamera. Dieser Stamm hier, der so bizarr ist. Und das Krasse ist, ich komme hier ja de facto, keine Ahnung, 5 Jahre hierher. Guck dir das an, wie geil der Stamm hier ausschaut, oder? Komme hier 5 Jahre und heute fällt mir das dann im Grunde zum ersten Mal auf. Also, ziemlich... Ich weiß nicht, ob dich so etwas beschäftigt, mich beschäftigen solche Sachen halt manchmal. So, ich hoffe, ich habe mein Schweißtuch mit, doch mein weißes. Kann ich mich gleich ergeben, auch wenn irgendwie, wenn es dazu kommen sollte. Wir sind hier auf der wunderschönen Chiang Mai Universität. Ich habe mir gedacht, für Sonntagstratsch laufen wir hier einfach einmal entlang, wieder wie üblich. Es ist super schön, aber heute mit etwas ganz anderem. Ich glaube, heute ist Premiere. Das erste Mal, dass ich hier mit der Sony unterwegs bin und ein Gimbal und so weiter. Ich hoffe, das Footage kommt damit auch ziemlich gut rüber. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass das so wird. Aber okay. Heute habe ich im Grunde zwei Themen und wirklich zwei Themen. Das erste Thema ist, in dem habe ich damals in dem privaten Video darüber geredet, dass ich ich habe mich jetzt dann umgestellt auf eine tierisch basierte Ernährung. Rein tierisch sozusagen. Das heißt Carnivore. Wobei Carnivore ja eigentlich auch von Carne aus dem Lateinischen heißt ja Fleisch. Also ich ernähre mich nicht nur vom Fleisch, sondern von Tieren. Sagen wir es einmal so. Speziell Eier finde ich ja eine super Ernährung. Und das mache ich jetzt, schätze mal, ja, 1,5 Wochen, 10 Tage oder so. Und da war damals reges Interesse, habe ich sehr viele Ratschläge auch dazu bekommen. Und es ist halt jedem seine Philosophie. Bei manchen merkt man, diese Ernährung, ob Vegan oder Carnivore oder Omnivore oder was auch immer, oder Frutaria und Paleo oder weiß ich was, das ist ja so Religion. Ich betreibe es nicht als Religion. Ich habe das damals gesagt, weil ich das für mich so unter vielen Berichten nicht festgestellt, also die Idee gekommen, ob das stimmt oder nicht, weiß man ja alles nicht, dass vielleicht meine Autoimmunerkrankung vom Zucker her rühren kann, also von den Kohlenhydraten her rühren kann. Und darum geht es mir. Nicht um die Religion, dass man nur Tiere essen soll. Das ist mir alles völlig wurscht. Ganz im Ernst. Die Sache ist, ich hätte gerne, dass das aufhört mit meinen, also Autoimmunerkrankung ist ja Entzündung. Und es gibt halt viele Berichte darüber, dass tierbasierte Ernährung Entzündungen minimiert. Und Zucker ist ein das ist Treibstoff für Entzündungen sozusagen, laut Wissenschaftlern. Daher ist da eben meine Überlegung gewesen, tierisch basiert umzustellen. Da gibt es ja super viel in der allgemeinen Volksmeinung, hey, super, und Mangelerscheinungen und so weiter. Deswegen sage ich ja, da musste ich ja so ein bisschen viel, weil da kriegst du ja Angst, aber Mangel, willst du ja nicht, dass der schwindelig wird auf einmal, weil du irgendeinen Vitaminmangel hast. Sollte nicht sein. Und jetzt dann erzähle ich dir darüber mit meine persönliche Erfahrung damit jetzt dann. Also vielleicht sollte ich überhaupt etwas sagen. Wahrscheinlich nach 3 Tagen, 4 Tagen. Einmal, da habe ich, wie sagt man bei uns, daneben gehauen. Ne? Daneben gehauen heißt, ich habe quer durch den Gemüsegarten gegessen. Und zwar, ja, das hat auch einen Hintergrund hier. Ja, hat 2 Hintergründe. Das erste, ich dachte, ich möchte nicht
voll komplett reincrashen. Ich habe mir gedacht, nach ein paar Tagen einmal vielleicht doch wieder Kohlenhydrate. Einfach nur so, dass der Körper weiß, dass das gibt. Ich weiß nicht, ob es was bringt oder nicht oder ob es eher schlecht ist. Auf alle Fälle bist du ja hier in Chiang Mai. Und in Chiang Mai hier, da gibt es ein super Restaurant, ein deutsches Restaurant, das heißt Auf der Au. Und der Typ kocht so extrem, so fantastisch gut. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Der hat den besten Käsekuchen von komplett Deutschland, von komplett Thailand sowieso. Und auch sowas, der macht Schweinshaxe und Buletten und Frikadellen und Cordon Bleu und Schnitzel. Es ist, und irgendwie auch die Bratkartoffeln und so weiter. Und der Kartoffelsalat, boah, also richtig die Kohlenhydrate. Deswegen Auf der Au, ich bin dahin, habe da richtig reingehauen einmal. Ich glaube am dritten Tag war das oder am vierten Tag. Aber was ich auch mache, ich esse auch nur einmal am Tag. Das habe ich eigentlich schon vorher gemacht. Vorher schon, ich glaube, Intermediate Fasten nennt man das. Ich drehe mich schon mal so um, dann sieht man vielleicht so ein bisschen hinter mir auch, wie schön, wenn wir schon gerade hier in diesem wunderschönen tropischen Land sind, dass man so ein bisschen auch sieht von der Schönheit dieses Landes. Ja, das Intermediate Fasting, das ist auch so etwas, was gegen Entzündungen helfen sollte, weil es mit den Insulinresistenzen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das könnte sein, da sind so viele Symptome, mit denen insulinresistente Menschen kämpfen, die habe ich fast alle. Alleiner Kap? Ja, Kyla. Ah, okay, Kap. Okay, Kap. Hi, sind wir auf Instagram. Ah, ne. Instagram-Models, ne? So, wow. Direkt fast so ein bisschen herausgekommen. Voll freundlich, die Leute hier überall. Wahnsinn. Also mit dem Intermediate Fasting, das habe ich vorher schon gemacht, schon aus meinen eigenen, seit Jahren eigentlich schon, esse ich eigentlich nur so zweimal am Tag im Schnitt. Manchmal auch fünfmal, aber im Schnitt so einmal am frühen Nachmittag und einmal am Abend. Frühstück seit Jahren. Irgendwie ist nicht so meins. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte, aber das ist echt irgendwie seit Jahren. Und dann auch sehr oft, dass ich nur einmal am Tag gegessen habe, weil ich, keine Ahnung. Vielleicht eh, weil ich mir damals schon mit dem Intermediate Fasting so war, vor einem Jahr oder so, so riesen im Ding. Dann habe ich das einmal probiert, ja, da kann ich mich sogar erinnern. Haben mir gedacht, okay, die Resultate, die da erzählt werden, Bullshit für mich. Bei anderen mögen sie sein, bei mir waren sie nicht. Und bin aber trotzdem dabei geblieben und mit diesen Intermediate Fasting. Es kommt mal so, ja, so, also das mache ich zusätzlich zum Carnivoren, also zur fleischbasierten Diät. Und was ich jetzt noch so, vielleicht wird wirklich interessieren bei dem Video auch, bitte kommentiert mal, das hat mir letztens auch sehr geholfen oder einige mal E-Mail geschrieben, ja wirklich, zum Teil sehr gut in der Ernährung sind und mit dem ganzen Thema bewandt sind. Ist das normal? Oder beziehungsweise, eigentlich würde ich jedem einmal das raten. Vielleicht hat man auch die gleiche Erfahrung, wenn man auf Wiegen geht. Ich weiß nicht, dann wäre Wiegen vielleicht auch eine Option. Von der Körperbewusstseinserfahrung, wirklich. Und zwar, ich fühle mich total anders. Nicht jetzt wie Leute, die dann Werbung machen für die Diät, sagen, hey, so super, so hält sie. Nee, ist einfach anders. Es rüttelt mich seit der Zeit hin und her, aber ich hatte immer schon manchmal so Zeiten, wo ich beim Schlafen komisch war, wo meine Schlafperioden, sagen wir mal, so komisch sind. Und das hatte ich jetzt auch wieder so. 3 Uhr morgens einschlafen, 6 Uhr munter. Selber munter, nicht jetzt dann vom Wecker. Mit dem Gefühl, Alter, der Tag ist da. So. Ganz krasse Sachen irgendwie, aber das hatte ich vorher auch manchmal schon. Aber ich habe halt nie Buch geführt, was da so eine Ursache sein könnte. Da hatte ich jetzt so ein paar Tage, bis auf den, pass auf, eigentlich seit ich losgelegt habe, war das so. Oder eh die ersten 3 Tage, bis auf den Tag, wo ich dann auf der Au war. Da kam ich um 9 Uhr nach Hause, weiß ich noch genau, weil ich einen Anruf danach hatte. Da habe ich gepennt, habe noch nicht mal gehört, dass das Telefon geklingelt hat. Um 9 Uhr. Irgendwie krass, ne? Nach einem kohlenhydratreichen Essen, zack,
direkt gepennt, am nächsten Tag direkt. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das die Ursache ist. Es ist einfach nur im Grunde mir halt aufgefallen. Überall hier, wo du hingehst, hier nur Instagram-Models und... Hallo. Hallo. Sabaydi, mai. Opa, sat hai pen, mai. Oh, keng, keng, keng. Pen kun thi nai? Pen Chiang Mai, nia. Oh, pen kun Thai, lor? Yeah. Mai chai Gaoli, lor? Oh, no. Oh, kid wa ta meung Gaoli. Chinese. Oh, Chinese, lor? No. Oh. Pong pu len, na. Chai, chai. Chop di kap. Bye-bye. Bye-bye. So. Das ist das Coole, also hier wirklich auch beim Ausgehen jetzt neben dem der Diät, dass wenn du hier ausgehst, immer zumindest so ein bisschen sozialisierst, so ein bisschen sozialen Kontakt hast hier. Und ja, bei der Diät, das wollte ich sagen, dieses Bewusstsein ist so komplett anders eigentlich, das Körpergefühl anders. Wie ich das jetzt gesagt habe, also mit dem Schlaf, dann danach wieder so komisch und du merkst einfach, du fühlst dich anders. Manchmal hatte ich so ein Drang nach zuckerhaltigen Sachen. Du, irgendwie, deswegen meine ich mit dem Bewusstsein so, weil du merkst, dein Körper will dir eigentlich so richtig, der ist richtig mit allen Wassern gewaschen. Ne? Der will dir sagen, ich bin noch hungrig. Aber der Hunger wäre eher auf einen Snickers oder irgendeine Schokolade oder irgendwas Süßes. Siehst du? Und ein Eis habe ich mal, so ein Eis, Stieleis. Nicht Magnum, sondern Billigeis gekauft. Magnum wäre ja noch de facto eigentlich tierisch, aber Billigeis habe ich jetzt irgendwo gesehen, das wird vegan hergestellt eigentlich, pflanzlich. So, du denkst, du bist hungrig, dann holst dir dein Fleischstück wieder vor und dann sagt dir eigentlich dein Bauch, nee, ich bin voll, da geht nichts mehr rein. Zucker wird auf alle Fälle noch gehen. Eiweiß, Vitamine, Fette, nee. Und da merkst du schon, wie den ziemlich krass falsch programmiert hast du eigentlich deinen Körper. Oh, hier ist ja richtig viel was los. Dreh mal die Kamera so um. Also wie extrem falsch man so den eigenen Körper programmiert hat eigentlich auf das. Weil, das traue ich mich eigentlich, ohne dass ich Doktor bin, zu sagen, mit meinem Insulin und mit dem Zucker, irgendwas stimmt da nicht. Das habe ich ja früher schon immer gemerkt. Habe ja oft Zucker gegessen, weil ich dachte, oder zumindest in dem Fall Zucker essen musste, weil ich zitterte. Das Komische ist, ich habe das aber jetzt nicht. Ich dachte, das wird vielleicht kommen, dieses... Ich habe manchmal so ein bisschen Zittern, das merke ich, so ganz komisch, aber nicht so in dieser Intensität, wie ich das von sonst her kenne. Da dachte ich ja manchmal, ich sterbe, wenn ich jetzt nicht gleich einen Zucker kriege. Das war wirklich manchmal extrem krass. Und das hier, ja, jetzt fällt es mir eigentlich gerade ein, weil gestern am Abend, da dachte ich mir so, boah, warum zittert meine Hand so? Du fühlst dich auch so komisch, aber eben tendierend vielleicht in die Richtung mit dem von damals, mit dem Zucker, aber... Aha, boah, bist du deppert, der ist so wert. Früher, ich hoffe, ich habe die... Das ist nicht geschissen jetzt. Früher war der hier, musste ich den auch voll drehen hier beim... Ich habe hier... Ein ND-Filter, Sonnengläser drauf. Es scheint ja hier keine Sonne. Ja, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren, genau, mit den Zittern. Aber egal. So, ja, und was ist mir noch aufgefallen? Eigentlich bei der Carnivore-Diät, da bin ich aber danach drauf gekommen. Ich glaube, da will ich gar nicht rundherum laufen. Wir gehen wieder zurück. Diese Strecke hier sieht so, oder? Oder laufen wir die? Ne, laufen wir. So oft wie heute habe ich, glaube ich, sonst noch nie den Faden verloren. Vielleicht ist das auch Teil der Carnivore-Diät. Aber die zweite Sache ist die, ich bin erinnert worden, so wie wo ich das allererste Mal Spargel gegessen hatte. Kann ich mich erinnern? Salzburg war das. Ich war sehr alt, als Kind bei uns gab es nicht Spargel. Ich dachte immer, das ist sowas wie echter Kaviar, so teuer. Und dann habe ich zum ersten Mal in Salzburg Spargel gegessen. Und ich weiß noch, am nächsten Tag, ich gehe aufs Pissoir irgendwo im Hotel oder Gasthof. Und ich denke mir, Alter, was ist hier für ein Geruch? Hier stinkt es ja total. So krass nach Urin, nicht direkt Urin, aber doch die Richtung tendieren. Das kam vom Spargel, weil mein Kollege hat das Gleiche gehabt. Oder es lag an dem Spargel damals, weil danach hatte ich das eigentlich nicht mehr. Aber beim ersten Mal war das richtig mega krass, richtig mega krass.
Und genauso war das hier wieder. Ich ging auf Toilette, ich dachte mal, Alter, das ist ein Geruch, der riecht so ein bisschen nach Krankenhaus auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das eigentlich benennen sollte richtig, aber irgendwie ja, nach Krankenhaus. Das ist mir aufgefallen, aber das ist eben, wie ich gesagt habe, nachgelesen. Das ist eine normale Sache, die sich bei den von den Ketonen oder so, deswegen heißt das ja ketogen, die Carnivore ist automatisch eine ketogene Diät, weil man eben keinen Zucker zu sich nimmt, logischerweise. Ja, ich glaube, ich gehe hier, drehe mich wieder um. Weil hier, wenn wir hier umdrehen, dann gehen wir hier schön durch den Wald. Und hier würden wir so der Straße entlang laufen, hier hinten. Das ist nicht so. Ja, die Ketogene oder die Ketone, die sollen auch Mundgeruch, den merkst du selber nicht. Beim Urin habe ich es mitgekriegt. Und sollte aber wieder vergehen. Habe ich auch das Gefühl, dass das jetzt dann so die letzten Tage irgendwie weniger geworden ist, so von meinem Gefühl her. Ich weiß aber eben auch nicht, ob das wirklich daran liegt, weil wie gesagt, ich mache keine Messungen, das ist jetzt nicht ärztlich begleitet und dokumentiert. Ich habe schon für mich dokumentiert, welche Probleme ich habe, vom Knie angefangen. Genau das war auch einmal, aber das habe ich jetzt auch permanent, dass das die Entzündung einmal mehr ist, einmal weniger. Das war so kurz unterbrochen worden. Ja, mit dem Knie, das war sonst auch immer so mal mehr, mal weniger die Entzündung irgendwie. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, liegt es daran. Ich hatte mal mehr, jetzt dann ist es wieder okay. Ich hatte aber, wo ich vom Pai zurück, also wir sind aus Pai zurück, in Pai einmal ganz krass Schmerzen. Wo ich im Canyon war, da hat man richtig das Knie richtig fucking wehgetan. Also ehrlich. So. Darüber wollte ich einmal so ein Update geben, wie es mir so geht. Warum? Weil letztens eben bei dem privaten Video sehr großes Thema war und weil ich Praxis, nicht irgendein Müll, den da irgendwie die Wissenschaft, ne, schreibt, die Lügner, Wissenschaft ist echt kein anderes Wort mehr, eine andere Umschreibung für gelogen und dilettantisch gelogen oder dilettante Lüge oder so irgendwie. Also nicht auf dieser Basis, sondern aus der Praxis. Was passiert wirklich? Geht es mir danach besser? Ich weiß ja nicht, wie lange das brauchen sollte. Also bei mir, ich verlasse mich schon wieder auf die Wissenschaft. Hab das vielleicht jetzt dann ein bisschen zu krass, weil wir haben ja alles aus der Wissenschaft heraus. Aber am besten ist, man deutet sich die Daten selber. Denn wenn die gedeutet kriegst, dann hat das nichts mehr mit der Realität zu tun, sehr oft. Ja, und meine Hoffnung ist halt so, sagen wir halt mal so, jetzt im Weiteren, also in einem Monat, da möchte ich halt Resultate merken. Bei einem Monat denke ich mal, das ist dann schon lang. Jetzt wäre es eigentlich eine Woche sozusagen vom letzten Mal, wenn man das so nimmt. Da wird jetzt in den ersten 3 Tagen, wenn danach wieder mit dem Zucker kommst, keine langfristige Heilung vielleicht schon stattfinden. Könnte man so sagen, also in 3 weiteren Wochen, da hätte ich gerne, also da will ich dann schon irgendwie was bemerken. Obwohl, bemerken tue ich jetzt schon, aber ich meine jetzt an dem Bezug auf die Entzündung im Knie. Merken tue ich jetzt schon, deswegen habe ich gesagt, ich würde das jedem empfehlen, weil du ein komplett krasses Bewusstsein kriegst. So für dich, wie gesagt, mit dem, du hast Hunger, du holst dein Steak raus, das richtig lecker schmeckt und sagst, nee, ich bin satt. Du würdest aber irgendeinen Zucker dir reinhauen. Das ist so ganz krass, wie mit dir, wo du da sitzt und da denkst, mit dir selber redest und sagst, du wolltest mich verarschen wieder. Du kleiner Fucker nicht. My little Fucker, du wirst mich hier nicht verarschen. So in der Art ist das wirklich. Das ist echt krass, diese Wahrnehmung. Das beeindruckt mich jetzt auch noch irgendwie. So, ich habe auch das Gefühl, ich fühle mich irgendwie schlanker. Ganz im Ernst. Ich fühle mich lean. Lean sozusagen. Sagen wir lieber lean, schlank. Das klingt so abgewämst. Leaner. Ich fühle mich gesamt gesehen leaner. Das ist das erste Thema. Und ich freue mich. Wow, ich merke direkt, dass ich schwer rede. Das erste Thema, und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Das zweite Thema ist eigentlich auch aus den privaten Videos. Und einige machen ja selber YouTube-Kanäle, die mir zuschauen.
Und trotzdem, also ich bin ja der Einzige, der nicht Konkurrenz fürchtet. Das habe ich eigentlich das Gefühl bei den deutschsprachigen YouTubern. Bei den englischsprachigen auch manchmal, aber nicht immer. Bei den deutschsprachigen habe ich das Gefühl immer. Die haben Angst. Ey. Wenn ich sage, wie man YouTube macht, dann könnte mich ein anderer übertrumpfen. Aber ich bin zu blöd dafür, deswegen sage ich, wie YouTube funktioniert. Ich habe in einem privaten Video darüber geredet, angefangen und es hat mich wirklich extrem herausgefordert. Wahnsinnig. Ich habe mir gedacht, als ob ich noch nie YouTube gemacht hätte. Nach 10 Jahren fragst du dich, Alter, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's nicht. Ich habe mich vorher schon urlange gefilmt als Segellehrer. Ich habe als Segellehrer vor 20 Jahren schon eine Videokamera gekauft und mich gefilmt, weil ich mich verbessern wollte. Bin ja so ein Perfektionistentyp, ne? Mir war das scheißegal, ob der Chef zufrieden ist oder sonst irgendwer. Ich wollte meine Rhetorik verbessern. Ich habe mich gefilmt, habe mir danach angeguckt, wie komme ich rüber, wie rede ich, wie ist so meine, was auch immer, kommt mein Message an. Wenn ich da drin sitzen würde, nichts wissen würde, würde ich es verstehen und so weiter. Also ich war immer schon auf Verbesserung aus und habe mich gefilmt. Aber jetzt, wo ich einen englischen YouTube-Kanal gestartet habe, ich überlege mir gerade, vielleicht sollte ich ihn unten verlinken. Vielleicht verlinke ich ihn unten. Genau das mache ich. Kannst du mal hingehen, weil mittlerweile, zuerst war ja geplant, den englischen Kanal parallel zum deutschen zu machen. Dachte mir, hey, gehe ich irgendwo hin, ist doch geil, kann ich ja sagen. Ja, super, hier sind wir bei der Chiang Mai Universität und dann kann ich doch gleich danach sagen, yeah, we are here at the Chiang Mai University. Macht ja nicht viel mehr Arbeit. Aber du filmst ja kein Video so. Das sind ja immer individuelle Szenen. Das ist ja auch das, was ja an Vlog eigentlich interessant macht, dass du ja überraschende Sachen filmst irgendwie. Dass du, wenn du wohin gehst, ja noch nicht weißt, wie es ist. Und das Ganze in 2 Sprachen ist, da habe ich, manchmal geht's, manchmal cool. Ein paar Videos sind ja auch in beiden Sprachen, da passt das, aber manchmal passt das gar nicht. Der erste war wo ich damals geredet habe mit dem Sticky Waterfall. Das ging einfach nicht. Und jetzt auch, wo wir in Bay waren, da war auch eigentlich entweder ein deutsches Video gemacht oder Englisch. Und nicht in beiden, weil irgendwie, es macht auch keinen Spaß. Also ist irgendwie nicht immer. Aber egal, darum geht's nicht. Wo ich angefangen habe, mir gedacht habe, ich fühle mich so, als ob ich noch nie YouTube gemacht hätte. Da habe ich ja angefangen, dass ich mich getroffen habe mit jemandem und über Analytics reingeguckt habe. Und ich habe das gesagt, da habe ich das eigentlich so ein bisschen verworfen. Ich möchte aber selber auf Analytics gucken. Das habe ich gemacht vor ein paar Tagen, 2 Tage. Vorgestern, glaube ich. Und dann hat mich das gekostet. 9 Uhr abends. Ich glaube von 10 Uhr vormittags weg, 11 Uhr, 9 Uhr abends. Kannst du sagen, was wäre das? 10 Stunden, also mehr als ein Arbeitstag. Und eigentlich wollte ich ja vom Rosmann-Kanal auch gucken damals. Hat einen Tagesplan eigentlich, Kaffeehaus gefahren, mal gedacht, super, am Nachmittag überlege ich mal Videoideen und so weiter, andere Sachen geplant gehabt, da ging gar nichts. Selbst wo ich dann nach Hause bin, eben wie gesagt, nur geguckt in meinem bisherigen, im englischsprachigen Analytics, wo ich ja nicht viele Videos habe. Also wo es ja jetzt nicht megamäßig, also da gibt es jetzt ja nicht, boah, mir rinnt der Schweiß in die Augen hier. Da gibt es ja nicht unendlich viel zu gucken. Verstehst du, was ich meine? Und mich mit dem befasst, und soll ich dir sagen, und dann alle die YouTuber, die hier sind, ich meine, es kann jeder machen, wie er will, oder der einen neuen Kanal machen will. Ich sage meine Erfahrung, jeder nach seiner Fasson. Meine Erfahrung ist die, dass ich mir dachte, ich dachte mal schon, das war 6 Uhr, wo ich aus dem Café weg bin, und da dachte, aber ich hatte noch nicht genug. Ich wusste eigentlich schon, aber ich musste mich noch einmal ein zweites Mal töten, zu Hause sozusagen. Wo ich nach Hause gefahren bin, wusste ich schon, Alter, das Beste, das ich überhaupt gemacht habe. Ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen, weil während dem Vloggen jetzt dann hier und so, ich dachte immer, hey, Alter, ich sollte mal Analytics gucken. Ich hatte nie
Also nie Analytics geguckt. Noch nie. Nur damals mit dem Ding, aber nur oberflächlich. Nicht die Sachen, nicht die in der Tiefe, die ich jetzt gesehen habe. Und wie gesagt, wo ich nach Hause bin, dachte ich mir, Alter, der einzige Grund, warum es den englischen Kanal noch gibt, ist, weil ich da nicht reingeguckt habe. Wenn ich da reingeguckt hätte, hätte ich aufgegeben. Speziell, wo ich gesagt habe, so wie am Anfang, also am Anfang, da hatte ich ja nur 200 Views. Zum Beispiel mein allererstes Video, das hat, glaube ich, jetzt, das ist eh zweisprachig, mit dem Bus nach, von Pattaya nach Chiang Mai. Das hat jetzt, glaube ich, 700 Aufrufe. Nicht einer aus England, nicht einer aus Deutschland, aus Amerika, aus Australien. Drei Länder, die Aufrufe hatten. Thailand, Vietnam, Pakistan. Ich dachte mir, Alter, wenn ich das damals geguckt hätte, hätte ich gedacht, Alter, da ist nicht einer aus der targetierten Zielgruppe der Amerikaner mit dabei bei 700 Euro. Ich meine, damals war es ja noch nicht einmal. Da wäre ich irre geworden, wenn ich da geguckt hätte. Und das waren viele am Anfang. Jetzt ist, hat sich das so ein bisschen auf... Aber wenn du da reagierst und das siehst und denkst, Alter, was mache ich falsch? Vergiss es. Deswegen, wie ich gesagt habe, Analytics, kack drauf. Vielleicht mal irgendwo reingucken. Das ist jetzt dann schön für mich, wo ich mal denke, ich weiß jetzt, wie es geht. Kann auch sein, dass ich es wieder vergesse, weil ich es nicht nutze für die nächsten 2 Jahre und danach nicht mehr weiß, wie es funktioniert oder wieder ein neues Analytics da ist, ein neues Backend oder irgendetwas. Aber alter Schwede, das Beste ist, da nicht reinzugucken. Nachdenken, was könnte ein cooles Video sein, was könnte ein schönes Ausflugsziel sein oder sonst irgendetwas 10-mal besser, obwohl ja nicht immer super nachdenkst, ne, muss man ja auch sagen. Aber besser als in Analytics zu gucken oder lieber gar nicht denken und einfach nur machen. So, jetzt dann sind wir hier wieder am Anfang. Hier ist unser Baum. Da ist er. Der faszinierende vom Anfang. Ich schwitze, ich bin direkt aus der Puste, das könnte auch sein. Ja, eine Sache, das hätte ich gerne gemacht mit der Diät, dass ich im Training gewesen wäre. Mittlerweile frage ich mich aber, ob es nicht besser wäre, oder ob es eh nicht besser ist, dass ich nicht im Training bin. Also hier der Baum hinter mir, den habe ich gemeint. Was ich noch sagen wollte, das habe ich vergessen. Deswegen sage ich, eigentlich hätte ich das auch besser vorbereiten können. Carnivore-Diät. Ich habe ja immer hier, vor allem durch das viele Schwitzen, Elektrolyte zu mir nehmen müssen. Das sage ich jetzt bewusst. Ich habe Spasmenkrämpfe gekriegt. Mein Fuß hat sich hier, also hier total verkrampft, der total so zurückgezogen, gleichzeitig der Waden, gleichzeitig ein Wadenkrampf. Also nur die Fußschaufel steht so und Horrorszenarien. Und wenn ich Elektrolyte nehme, das war meine Erklärung, dass zu wenig Salz ist, dass der Strom nicht richtig fließt und dass ich dadurch die Krämpfe kriege. Mit Elektrolyten hatte ich das echt gelöst immer, seit ich hier in Thailand bin. Also das ist jetzt nicht vorgestern. Und ja, Minimum seit dem Essen auf der Au habe ich keine, also eine Woche keine Elektrolyte mehr genommen und habe keine Krämpfe. Das ist mir krasserweise gestern, wo ich gezittert habe, genau, weil da habe ich so gezittert und dann hatte ich mir so gedacht, Alter, kommen jetzt Krämpfe. Ne, das war nur so ein bisschen komisch irgendwie. Eben erinnert mich an damals, wo mir der Zucker gefehlt hat. So, das wollte ich dazu sagen, was mir eingefallen ist. Zudem, also die Ernährung. Ich glaube, sonst gibt es nicht viele Wochen hier in Thailand, wo ich keine Elektrolyte getrunken habe. Viele Wochen gibt es hier nicht, glaube ich. Die Wochen, die kannst du abzählen an den Fingern von einer Hand. 100 pro. Also, eine Verbesserung ist da, aber vielleicht kommt es auch wieder anders. Ich weiß es nicht. In dem Sinn, ich halte dich aber auf alle Fälle weiter am Laufenden. Bin wirklich gespannt, wie das eben in 3 weiteren Wochen ist. So nach einem Monat gebe ich einen Bericht noch einmal darüber auf dem Sonntags-Walk-and-Talk. Ja, und das andere vielleicht für die YouTuber interessant. Ja, check mal den Kanal aus. Sind einige Videos drauf bei, vor allem, die wir gemacht haben, die nett auf Deutsch sind. Ich hoffe, sie gefallen dir und ansonsten
aus der Puste bin ich. Vielleicht ist man schneller aus der Puste, aber es kann auch sein mit der Umstellung, dass da vieles ist. Ansonsten, Servus, alles Gute und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus.